Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir gucken nochmal hier. Munition, haben wir alles? Okay, sehr süß. Waffen müssten wir auch alles haben. Wir müssten jetzt eigentlich soweit alles haben, oder? Wir wollten ja hoch zu der. Wir wollten ja die Hauptstory weitermachen. Dann müssen wir da hoch. Erinnert mich irgendwie an mich selber. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Ach, die machen hier so einen Krawall. Das erinnert mich wirklich an mich selbst. Der Typ gerade einfach um die Kurve fahren, gegen Baumhelmern aussteigen und gucken, weiterfahren. Also wieder einsteigen, weiterfahren. Geil. Sehr schön. Das hat wirklich zu mir gepasst. Genau, was machen die denn dort? So. Scharfschütze. Wir schießen auch so schön scharf. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Ekelhaft. Hallo. Wow, haben wir bloß Zeit. Bloß begrenzte Anzahl Zeit. Scheiße, scheiße, scheiße. Hey, jetzt geht's wieder hier los, ey. Ich hasse Missionen, die auf Zeit gehen, weil du dann einfach nur Druck hast und Druck und Druck und Druck und Druck. Und das hasse ich. Oh, verdammte Scheiße. Sorry. Aber lauf mir doch nicht so blöde Weg rum. Was ist denn da los, Mann? Du siehst doch, dass hier ein Auto kommt. Jetzt bist du dran. Ach nö. Der Vorsprung ist perfekt. Ja, und anderen? Wo ist Oliver? Lieber warten, bis ich ihn sehe. Da ist er. Nee. Lass mich schon mal raus hier. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Ich komme aber nicht zurück. Jetzt so. Wir dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Aber Scheiße, Mann. Na komm schon, lad doch mal nach. Weiter!
Mann! Jetzt geht's doch nicht auf gleich durch. Na komm schon. Boah, wie viel da aber auch rauskommen, ist ja Wahnsinn, ey. Ja, ja, komm, das ist Wahnsinn. Oh, das gibt's doch nicht. Ich lade das Boot. Oliver, hier! Zeig mal, was du drauf hast. Hui! Dieser Kugel hat mich mit Weg aufgehoben. Ey! Danke fürs Rausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier! Verschwinden wir von hier! Ein Boot! Ratatatatat! Halt das Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir entkommen! Oh! Yo, Truck auf der Brücke! Wo denn? Mir doch egal. Ja, halt, du Trottel, bist voll ins Wasser gefahren. Oh! Überall! Ich höre sie ab! Ich werde mich erstmal ganz dezent heilen müssen, so. Das haben wir sehr erotisch gerade gemacht. Auf mit dir! Aha, du bist umgekippt. Alter, tut mir doch nicht so weh, ich hab euch doch gar nichts getan, Mann. Oh, ein Schraubenbohr. Scheiße, Mann, Hubschrauber! Ein Hubschrauber? Ich hab ihn, der stirbt ab! Alter, das ist ja zu spät geworden. Das war's, Olli. Das war's, Olli. Gerettet. Oh yeah. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Oh ja. Lisa, Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch Wie zu schön, sein. Dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey. Ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du fehlst mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst.
Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Du findest besser die anderen. Du findest besser die anderen. Ich krieg nicht meinen Abschiedsknutscher. Fein, der Doktor, der ist total durchgeknallt. Herrlich. Total durchgeknallt, der Junge. Total Banane. Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Kann man so sagen? Ich glaube, Jason dreht langsam etwas durch. Ich mir überlege, wie viele Dinger es hier noch gibt, gell? Wie viel von den Teil-Dings-Bumsen-Bumsen-Dingsen. Fünf Punkte haben wir zur Verfügung. Sehr schön, wir brauchen fast nicht. Oh ja, die erlernen wir auf jeden Fall schon mal. Die ist schon mal sehr, sehr süß. Dass wir auf jeden Fall schon mal weniger Schaden fressen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Das mit den 6 Feldern, ja gut, das ist noch ein bisschen sinnlos. Wie gesagt, das brauchen wir noch nicht. Das haben wir ja noch nicht freigeschalten. Dann müssen wir erst hier mit 5, das wird dann der 5 sein und das hier 6. Da wird das dann hier unten erst sinnvoll. Ja, das brauchen wir auch nicht. Ja gut, ich meine, wir sind fast nie im Fahrzeug. Also das ist, wenn wir ein Fahrzeug haben, das ist innerhalb von 2 Minuten kaputt. Also ja, oder irgendwo im Graben oder keine Ahnung. Also wir versenken das Ding so oder so. Bei Stürzen, das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, 25% weniger. Um unbegrenzt schneller zu sprinten, aber wir sprinten da eigentlich immer schnell, oder? Habe ich jetzt irgendwie das Gefühl. Ja, pass auf, wir machen. Ja, das mit den Fallschaden, wir fliegen ja sehr oft auf die Schnauze, gell? Wir stürzen ja sehr oft auf die Schnauze. Neue Tattoos. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir könnten ja auch mal hier sowas machen. Pfad des Jägers Aufgabe. Pfad des Jägers Aufgabe. Ich denke mal, die werden alle gar nicht so leicht zu bekommen sein, oder? Wir könnten uns aber auch mal einen Bär suchen. Warte mal, Bär. Hier ist ein Bär. Da soll ein Bär sein. So ein richtiger Brummbär. Und das auch nochmal Brummbär. Weil wir brauchen ja, wir sollen ja. Wir brauchen ja noch was für die Herstellung. Ich glaube, wir müssen noch 2 was verbessern. Da brauchen wir, glaube ich, noch 3-mal Bärenpelz. Sehr schön, haben wir ganz viel.
So, da müssen wir jetzt der Bär so ungefähr da sein. Es war halt schade, dass der eine hier, den wir hier in Gefangenschaft hatten, nicht mehr da war. Huch, was duckisch mich denn die ganze Zeit? Aber das ist, wenn man jedes Mal andere Games zockt, die Tastenbelegung etwas anders ist. Ist das am Ende nicht so cool? Schade, wir werden uns ja markieren sollen. Ich weiß nicht, ob der jetzt weggerannt ist oder einfach gestorben ist. Er lebt noch. Da ist er kaputt. Hey, des Weißbauch-Tapirs und Stärchte, wir brauchen dann noch irgendwo einen, oder? Ne, hier haben wir erweiterte. Hier haben wir erweiterten. Brieftaschen ist erweitert. Ne, hier aber hatten wir alles. Erweiterter, erweiterter. Erweiterter. Warte mal, haben wir jetzt alles? Brieftaschen. Das ist Feld des Einhorns, genau. Ne, das hat man. Des unsterblichen Bärens, des schwarzen Panthers, goldenen Tigers, Blutkomodo, Weißbauchtapir, Gelbnackenkasuar, da haben wir das höchste, was geht. Hier sind bloß die Spezialpfeile. Aber das Menschenfresser heißt, dann haben wir doch alles. Oh, brauche ich doch gar nicht mehr, okay. Da haben wir das doch jetzt schon. Na? Oh, Scheiße, verdrückt. Verdrückt! Haben wir doch schon alles. Ich weiß halt nicht, ob das die Aufgaben sind, die hier, diese Fahrt des Jägers, aber ich glaube mal schon, oder? Dass wir vielleicht mal eine versuchen? Da ist die Monkey See, Monkey Boom, das müssten wir auch mal testen, da müssen wir auch mal gucken. Was ist das hier? Eine Spreudekiste. Schöne Expedition, keine Ahnung, was das ist, das müssen wir uns alles mal angucken. Das gucken wir uns alles mal an. Weil hier haben wir jetzt soweit erstmal alles. Wir müssen ja irgendwann mal noch hier runter, aber das wird sich dann... Ja, das ergibt sich dann. Aber wir werden auch nicht alles machen. Zum Beispiel so die Rennen und sowas. Habe ich überhaupt keine Lust, weil... Ich weiß, ich bin ja ein kompletter Volldepp, was Rennen angeht und so. Und ich glaube, da wird die Verzweiflung eher größer, als ich motiviert bin. Dann würde ich vielleicht mal sagen, wir machen gleich mal hierher und gucken, ob wir das... mit den Jäger da was machen können. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes. Auf dem Kadaver eines seltenen Blutkomodos. Jage ihn mit dem Zielort stellten Bogen. Oh, ey, nur Bogen? Nur Bogen? Okay, wir können es versuchen. Das ist ja gar nicht so weit weg, das ist ja gleich hier.
Es ist sogar der Bogen, den wir haben, so wie es aussieht. Der könnte das doch vielleicht sein, oder? Denke ich zumindest. Aber das ist der einzige, der gerade blutig war. Man könnte ja mal versuchen, die anderen abzuschießen. Nein, das war der! Verdammte Scheiße, das ist der gewesen. Ah, oh Mann, weil die so zweit waren und die haben sich dann getauscht. Da ist einer vor und der andere zurück. Ah, Scheide. Scheide. Da ist noch einer. Das ist ein normaler. Das ist der aggressive. Ach so, der ist schon putt. Ah, das würde aber gewesen sein. Ja. Ist er. Sehr schön, der Blutkomodo. Wow. Können wir jetzt was ausbauen? Nee, ich will Herstellung. Sehr schön. Aha, haben wir schon hergestellt. Sehr schön, da haben wir das jetzt auch schon mal fertig. Das ging ja richtig radibuddy. Das ging ja gerade mal richtig schnell. Ja, da ist halt bloß mit komplett Blut überzogen anscheinend. Vielleicht ist es die Farbe von denen, aber ich glaube eher, das wird Blut sein, aber... Ja. Hier knurren irgendwelche Katzen rum. Da ging das doch schon mal voll easy, oder? Da oben hätten wir nächsten. Wollen wir den gleich noch versuchen? Ich weiß ja nicht, ob die alle so sind oder ob das jetzt, dass das alles so die Spezialdinger sind oder ob das jetzt bloß zufällige sind. Lege einen seltenen Einhornbüffel mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Einen Tierpräparator. Okay. Da versuchen wir das mal. Boah, es geht ja schon wieder los. Aua! Los! Schweineköder. Blöder Dackel. Jammer doch nicht immer rum.
Hui. Man muss es halt bei manchen bloß schlau machen, sich halt irgendwo draufstellen oder so. Wie, Alter, was ist denn hier los? Leute, was ist denn hier mit den Pflanzen los? Nur blaue Pflanzen? Ist, wie groß ist das Scheißgebiet? Die heben sich halt auch schwer von anderen ab, gell? Ein Hund, wie viel? Das heißt, da dürfte bloß ein Hund haben. Wenn ich das jetzt so richtig... Der dort würde sein. Wer ist denn schon sonst ein Hund? Bitte? Faucht da irgendwo was rum. Ich muss die halt leider umschießen, weil sonst greifen die mich dann irgendwann an, wenn ich denen zu nahe komme. Das ist das Problem. Gibt's doch nicht, sag. Ich sag's nämlich, gell? Die greifen dann nämlich irgendwann an. Ja, da bin ich nämlich angreifen. Ich hab's ja gesagt, gell? Die greifen. Hallo, heil dich doch mal. Ui, da haben wir das auch mal geschafft. Sehr schön. Ich wette halt, die anderen hätten uns halt auch alle angegriffen. Und das war halt... Oh, jetzt können wir $10,000 sparen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen... Haben wir denn gleich noch irgendwo einen in der Nähe? Da sind zwei. Na, pass auf, wir gehen erstmal einfach hierher. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wäre jetzt so mein Plan. Ich riste jetzt bloß nochmal schnell meinen Bogen aus. Wir machen das so, rüsten noch schnell den Bogen wieder aus, weil ich ja immer nicht weiß, was für Waffen man braucht. Spezielles Bogen ausrüsten. Da oben. So, und dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.